Diesmal wieder ein Gruß an den lieben Wolfgang Rettich. Ich habe eure Getränkevideos echt mir alle von vorne bis hinten reingezogen. Das heißt, Schlacko Felix und Dein und Fanti toll. Heute Morgen, mein Internet funktioniert ja nicht immer so, die Technik dazu jedenfalls. Heute Morgen habe ich dann das Kuh-Video gesehen, fand ich total süß. Und da ist mir aufgefallen, wie schön du das da bei dir zu Hause hast, herrlich. Und da habe ich so für einen Moment gedacht, auch wie du das so erzählt hast, oh ja, da sieht die Landwirtschaft glücklich aus. Und ganz spontan, wirklich spontan, wollte ich dich einfach mal fragen, per Video, wird eigentlich bei euch auf den Feldern, weil da so viel Wald ist, das ist mir halt aufgefallen, und wenn da Viehwirtschaft ist, wird da überhaupt gesprüht mit Nervengiften, also mit Pestiziden? Du musst ja dann da ein Paradies haben. Du musst ja da richtig normal atmen können und ja, rausgehen können und all sowas. Ich stelle mir das schön vor. Ja, für mich ist das paradiesisch und deswegen wollte ich einfach mal nachfragen, ob du das Glück hast und ob du da so leben darfst. Das wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen, das wäre toll. Und ja, diese Kühe, die schienen richtig lustig zu sein irgendwie. Man hat das leider, dein Video, man, da... Entschuldige, dass ich jetzt lache. Ich lache nicht über dich, aber ich fand das so witzig. Die Kühe sprangen da rum. Das Video sprang irgendwie ständig irgendwo rum. Zwischen dir und der Wiese und dem Hin und Her. Du erklärtest es dann ja, dass du mit dieser Kamera noch nicht so firm bist, weil du sie gerade erst gefunden hast. Gefunden ist gut. Ich möchte auch mal so eine tolle Kamera finden. Die hat schöne Bilder gemacht. Naja, ja, das war eigentlich meine Frage. Mehr wollte ich gar nicht. Aber das war mir sehr wichtig. Wahrscheinlich verstehst du diese Wichtigkeit für mich gar nicht. Aber ich finde es immer schön, wenn es noch Flecken auf der Erde gibt, wo sowas nicht vorkommt. Ja, das war's. Ich knuddel dich in Gedanken mal. Und bin echt froh, dass du wieder da bist. Es ist schön. Es ist herzerfrischend. Es ist schön. Du bist so, so wunderbar normal. Und das gefällt mir. Und ja, der Schlacko, besser gesagt, der ist ja jetzt tot, der Schlacko. Jetzt lebt ja der Martin. Der hat das schon richtig im Gefühl gehabt. Ja, ihr so als Kleeblatt, ihr seid mir richtig viel wert. Evolution Now ist dazugekommen. Tina in Irland, die ich hier grüße, falls sie das sieht, ist dazugekommen. Felix jetzt noch aus der Nachbarschaft. Aber das habe ich ja alles schon geschrieben. Würde gerne noch mehr sagen, aber ich bin ziemlich mit meinem Kopf in Gedanken, weil diese glücklichen Kühe und dieses Grün und ach, Luft haben, endlich freie Luft haben. Das fand ich so schön und hat mich so beeindruckt. Auf der anderen Seite bin ich im Moment ganz, ganz voll, weil du siehst, ich war nur einmal kurz draußen, habe wieder was abbekommen und ja, musste wieder alles schließen. Man ist es so satt, aber es geht halt nicht anders. Aber was mir da aufgefallen ist, das habe ich eben in einem Video gemacht. Warte, ich gucke mal gerade, wie ich es genannt habe. Militärflug extrem. Das gefällt mir gar nicht. Und das hat mich auch ein bisschen unruhig gemacht. Vielleicht sind das schon die Dinge, die da runterkommen, die Abgase, die mir so zu schaffen machen wieder. Allerdings sind die Bauern ja auch ständig unterwegs. Ja, lieber Wolfgang, dann verlasse ich dich jetzt. Dann werde ich jetzt den Scheideweg gehen. Und mich umdrehen und wieder in meine Richtung marschieren. Bis dass wir uns wieder treffen, hoffentlich wieder auf der nächsten Kreuzung mit besseren Nachrichten von mir. Und wenn du nicht gerade filmen willst, du kannst natürlich auch schreiben oder irgend sowas, keine Ahnung, Funkfeuer machen.
Aber interessieren würde es mich schon, egal wann. Wie gesagt, ich bin jetzt bei dir immer total unsicher, weil ich echt so ausgebremst worden bin. Ich habe gedacht, hurra, ich wollte doch mit dem ersten Großteam gar nichts tun, um Gottes Willen, wo kommt das hin? Aber ich habe es ja dann verstanden, dass du es gar nicht so meintest, sondern auch wirklich nur verbal alle Seiten beleuchten wolltest und das aufzeigen wolltest, was alles möglich ist mit so einer Aussage. Ist auch in Ordnung und legitim, ist auch angekommen. Und trotzdem ist da immer was, was mich jetzt, Hilfe, wie denkt er? Hoffentlich ist das alles in Ordnung und so. Also da bremst mich jetzt immer irgendwas. Ja. Ist aber jetzt im Grunde genommen für dich auch nicht wichtig. Ich wollte es nur sagen, warum ich dann manchmal doch ein bisschen komisch rede oder vielleicht nicht mehr so flüssig bei dir bin, wie ich da mal war. Ja, das war's. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ich wünschte, ich hätte auch so eine Aussicht. Statt auf Militärjets, die hier drüber düsen wie verrückt, immer in Richtung Osten. Und ja, das war so schön. Das ist wie wenn man kurzzeitig in Urlaub fährt, auch wenn es total verwackelt und verruckelt war und hin und her ging, etwas chaotisch. Aber dieses Bild dieser ja, wirklich glücklichen Kuhmama mit ihren Babys und der anderen Kuh, wahrscheinlich auch eine Mama, vielleicht darf sogar der Papa dabei sein. Und dann dieses wunderschöne, satte Grün. Das war wenigstens für die Augen richtig herrlich, erfrischend und hat mir meinen Morgen etwas schöner gemacht. Ja, das muss ich schon sagen. Das sind so die Highlights, Kunst, Farbe, Klänge. Ach, und dann ist mir noch aufgefallen, du sagst in einem Video etwas über Tango. Das war früher, als ich noch konnte, wie ich wollte. Da war ich im Tanzsportclub Blau-Gold Homberg, Ballett und all sowas. Ja, ich habe halt auch so eine Art Tanzdampf in allen Gassen. Ich war überall und nirgends und das hat mir alles Spaß gemacht. Wie gesagt, ich bin nicht nur im Kopf wie ein Schwamm, muss alles aufnehmen, sondern auch so war ich sehr agil und habe alles mitgenommen, als wenn ich was nachholen wollte, beziehungsweise vor Ausbruch der Krankheit, als wenn ich wüsste, es gibt eine sehr lange Auszeit und ich alles vorholen wollte. Oft sagt man ja, Menschen, die so richtig dolle und extrem leben, sterben früh. Da habe ich Glück gehabt. Ich habe halt nur eine Auszeit. Ja, so sehe ich das zumindest. Tango, klasse, habe ich super gerne getanzt. Tango, Rock'n'Roll, Walzer und Foxtrott, das waren so meine Sachen. Jive, Samba, Rumba, alles wunderschön. Aber Tango ist schon was Besonderes. Ja. Okay, das war's. Eine liebe Videoantwort oder besser gesagt Videofrage an dich. Und nebenbei natürlich noch ein Gruß. Ich packe das jetzt in meine Grußbude und in meine Videoantworten-Playlisten rein und sage: Ciao, ein ganz lieber Gruß aus Nordhessen in die Richtung, wo die Flugzeuge herkamen. Vielleicht hast du sie ja auch irgendwo gesehen. Ciao, ciao, bis bald. Lass es dir richtig gut gehen. Schön, dich so aufgeblüht und so, ich finde irgendwie äußerlich zumindest, ich kann ja nicht in dich reingucken, aber äußerlich so erholt und aufgeräumt wiederzusehen. So ausgeglichen, harmonisch. Ich denke, du hast es genossen, mal ein Arbeitstier zu sein zwischendurch. Ja, das war's. Tschüss. Eieiei.